Die Kraft der Liebe. Jeder möchte bedingungslos geliebt werden. Aber man erhält diese Spiegelung eben erst dann von einem Zweiten, wenn man sich selbst bedingungslos liebt und dies in keiner Weise mehr von einem Zweiten braucht. Frequenz lässt sich nicht erzwingen. Alles beruht darauf. Anziehung wie Abstoßung. Die Frequenz steigt mit der völligen Selbstannahme in jedem Moment des eigenen Seins. Wenn man auch den Zweiten bedingungslos lieben kann, den anderen Menschen freilassen kann, zu jeder Sekunde. Weil man auch ohne ihn vollkommen selig ist. Weil man sowieso Liebe ist, ist in sich schon alles rund. Dann ist alles ein Geschenk. Alles fließt frei und emotional unverschmutzt, vom Bestätigungsbedürfnis befreit. Erst dann ist es auch wirklich schön, ohne Verlustängste, ohne Vergleich, ohne innere Not und definitiv frei von jeder Manipulation. Das Ego möchte das nicht verstehen. Es möchte besitzen und hat Angst vor Verlust. Das Ego kontrolliert und bleibt innerhalb der Begrenzungen. Es möchte ja nicht aufgegeben werden. Das Ego hält einen in der Unerfüllbarkeit und Sehnsucht fest und bestätigt sich fortwährend selbst, indem es genau die Menschen ins Leben zieht, die einen ablehnen, kontrollieren und gegebenenfalls verlassen. Das Leben schickt dir dann Menschen, die nicht bei dir sein wollen, weil du nicht bei dir bist. Wirkliche Liebe haben die wenigsten bisher erlebt, da sie außerhalb illusorischer Begrenzungen aus Ängsten, Abspaltungen und Traumata erst erlebbar sein wird. Was die meisten als Liebe verstehen, ist der Hormoncocktail des Verliebtseins, was auf der gleichen energetischen Frequenz oder Anziehung beruht, auf Verstrickungen mit dem gegengeschlechtlichen Elternteil, die dich emotional auffordern, in den Spiegel zu sehen, wo deine Kindheitsthemen nochmal aus dem Keller kriechen. Das ist ziemlich unfrei und schmerzhaft, doch der Spiegel lügt bekanntlich nicht. Frequenz lässt sich nun mal nicht faken. Liebe dagegen fließt ganz natürlich. Du kannst ihr keines der Bedürfnisse auferlegen. Sie ist eine hohe und lichte Energie. Sie lacht dich aus, wenn du es versuchst. Wirkliche Liebe ist ziemlich weise und entweder du lässt sie in dein Herz oder spielst noch ein paar Runden. Du kannst niemanden zwingen zu lieben, denn dann ist es keine Liebe mehr. Du kannst nur die besten Voraussetzungen schaffen und tun, was dir möglich ist. Bist du schon mal auf die Idee gekommen, einen Fluss anzuschieben, die Sonne auszulöschen oder den Wind zu bremsen? Liebe ist die stärkste Naturkraft im Universum und in dem Moment da, wenn du selbst zur Liebe geworden bist und dein Herz offen ist. Alles andere ist Trennung, Illusion, Projektion,
Selbstbetrug, Unwahrheit, Leid, Mangel, Abhängigkeit, Opfertum oder Angst.